Ja, hallo, ich bin's, der Blumenmann, und heute geht's um dieses Geäst, um wunderschöne Tulpen und um eine kleine Vase. Ja, da sicherlich dir schon überlegt, ich kann nicht immer nur 10 Tulpen einstellen, sondern ich möchte auch gerne mal 3 Tulpen wunderschön in Szene setzen, und du hast vielleicht zu Hause so ein zylinderförmiges Gefäß, eine Schale oder sonst irgendwas und im Garten wunderschönes Geäst. Ja, ich möchte dir heute zeigen, wie du 3 Tulpen wunderschön in Szene setzen kannst. Dazu brauchen wir eine Baumschere und schneiden einmal unsere Äste in verschiedene Längen. Hier ist ganz wichtig, dass du beachtest, dass du dicke, aber auch dünne Äste hast, damit du die Tulpen schön zum Stehen bringen kannst. Es braucht eine etwas größere Hand, damit deine Hand dann auch diese Äste umschlingen kann. Aber, dass du nicht so lange warten musst, schneide ich schnell die Äste in schöne Stücke. Ja, als Geäst kannst du zum Beispiel Hartriegel verwenden, du kannst Birke verwenden, da ist es immer wieder ein Problem, vielleicht für die Allergiker. Du kannst natürlich auch Weidenkätzchen verwenden, da kannst du wirklich alles verwenden, was du in deinem Garten hast. Jetzt haben wir alle Äste geschnitten, so auf 15 bis 20 cm Länge. Und diese Äste legen wir schön parallel nun in unsere Hand. Hier ist es ganz wichtig, dass wir schauen, dass wir keine verzweigten Stiele haben unterhalb der Hand, sonst können wir das Ganze nicht gut zusammenbinden. Auch wichtig finde ich, dass wir da schön schauen, dass wir nicht alle dicken Äste auf einer Seite haben, sondern dass wir das Ganze schön verteilen. Zudem finde ich es wichtig, dass wir ungefähr so handbreit arbeiten, so können wir das Ganze schön in der Hand halten. Man kann natürlich auch zum Beispiel das Ganze in ein Gummiband machen, dann ist es auch etwas einfacher, aber ja, es hat alles immer seine Vor- und Nachteile. Nun siehst du, haben wir diesen wunderschönen Bündel. Ganz wichtig ist, dass alle Stiele schön unten sind, so dass dann auch deine Kreation aufblüht. Also das heißt, dieses Geäst wird irgendeinmal auch wunderschön aufblühen. Du kannst auch nur so eine wunderschöne Deko auf deinen Tisch im Frühling stellen. Aber wir wollen das Ganze veredeln und machen jetzt hier diese Tulpen rein. Der Vorteil von dieser Stronghold-Tulpe ist natürlich, die wird nicht so extrem sich öffnen und auch nicht so stark aufblühen. Wenn du natürlich eine Tulpe hast, die sich extrem stark aufblüht, musst du darauf Acht geben, dass dann auch genügend Platz ist, damit sich die Tulpe schön emanzipieren kann aus deiner Kreation. Hier jetzt bei der Stronghold-Tulpe ist es so, die wird sich nicht groß verändern, sie wird nur in die Höhe wachsen und vielleicht die Blüte etwas größer werden. Wir klopfen nochmals das Ganze schön an den Boden und haben nun unseren Stehstrauß auch fertig. Wir schnappen einmal den grünen Bindebast. Wenn der grüne Bindebast dann rum ist, wollen wir das Ganze natürlich auch noch ausdekorieren mit dem Naturbast, mit dem Raffia-Bast. Manchmal gibt es den Fall, dass man das Gefühl hat, mein Bündel ist noch nicht genug kompakt. Dann kann man auch noch vielleicht ein, zwei Restäste hier einfach so reinstecken, reinlegen, sodass wirklich dann auch alles gut steht. Dann schauen wir nochmals, haben wir alle Äste schön nach unten genommen, auch die Tulpe natürlich. Du hast vorhin gesehen, ich habe die Tulpe schräg mit der Baumschere angeschnitten. Ich mache das oftmals bei so Stehstößen, dass ich ganz wenig anschneide, nicht, dass die Tulpe direkt auf dem Glas oder auf der Vase liegt, sonst kann sie plötzlich kein Wasser aufziehen. So. Schnappen wir noch unser Raffia-Bast. Auch hier wieder schön ringsum legen. Das Ganze kannst du natürlich auch mit 7 Tulpen, mit 10 Tulpen machen. Dann musst du halt einfach etwas anders vorgehen. Dann legst du die Äste in
die einfach ineinander rein am Boden und so hast du dann die Möglichkeit, die Tulpen auch schön ins Zimmer zu setzen. Wir stellen den Tulpenstrauß in die Vase, sehen, es steht von selber. Du siehst, es sieht wunderschön aus, es ist effektvoll und diese Bündel, die kannst du dann immer wieder brauchen. Du kannst die Tulpen rausziehen und wieder eine neue Tulpe reinstecken, wenn die Tulpe nicht mehr schön ist. Ja, das war meine Idee, 3 Tulpen schnell und einfach in Szene setzen, in einem speziellen Glas, in einer Schale. Und ich hoffe, es hat dich inspiriert, es hat dir Spaß gemacht. Wenn ja, vergiss nicht, einen Daumen nach oben für den Blumenmann zu machen. Und wenn du sagst, das ist top, schreibst du unten in die Kommentare top rein. Ja, und dann sag ich einfach wieder Tschüss und weg, sag dein Blumenmann. Auf bald wieder hier bei mir.